liebe Zigarren-Aficionados, heute ein weiteres Zigarren-Review von mir. Und zwar haben wir hier die Leonel Signature Limited 2021 Toro Maduro, kostet 9,90 €, hat eine Länge von 15,24 cm und ein 52 Ringmaß. Wir haben hier ein Nicaragua-Deckblatt und ja, Maduro natürlich, Umblatt auch Nicaragua, Einlage Nicaragua. Also es sollte schon ordentlich Dampf haben und wirklich sehr abenteuerlich anzusehen mit einem, wie ihr seht, einem Blatt, was noch drumherum gewickelt ist. Das muss man dann schön aufmachen, das Teil. Und ist jetzt von Norbert und Daniel Höltke kreiert worden. Ich glaube 2014 erst auf dem Markt die Marke hier in Deutschland, exklusiv in wenigen Läden. Aber mittlerweile auch so beliebt, dass sie, glaube ich, auch ins Ausland importieren. Sieht wirklich sehr abenteuerlich aus. Sehr schön. Ich traue mich auch gar nicht, das aufzumachen, weil es so aussieht, so cool. Aber probieren wir mal, ne? Ja, dann machen wir dann auch noch, müssen wir die hier natürlich wegmachen, hier die Bauchbinden. Jetzt weiß ich allerdings nicht, was gehört zur Zigarre und was nicht. Also, okay. Ah, seht ihr das? Sehr schön gemacht, sehr cool gemacht. Ja, das dient halt eben dazu, dass die Zigarre nicht austrocknet, dass sie schön feucht bleibt. Ja. Sehr schönes Deckblatt, ist schön glänzend, sieht gut aus. Das ist also im Prinzip mehrere Bauchbinden am Start. Ja, sehr cool gemacht auf jeden Fall. Dann machen wir sie gleich an und hoffentlich ist es eine gute Zigarre. Sieht zumindest schon mal sehr, sehr, sehr schön aus. Also vom Kaltgeruch her hatten wir ein leichtes asiatisches Gewürz, Maggi vielleicht, aber ganz dezent. Und ordentlich Pfeffer, ähnlich beim Kaltzug. Also ich hatte ja die Leonel White, die war sehr mild. Dann hatte ich die Asia limitiert, also Leonel Asia. Die war sehr komplex und sehr, sehr gut. Bin ich mal gespannt. Also dieses Umblatt, was noch, also dieses Tabakblatt, was noch dabei war, soll das nicht nur unbedingt vor der Austrocknung schützen, sondern eben auch helfen bei der Lagerung, dass eben dieser Prozess ein bisschen unterstützt wird bei der Fermentierung noch daheim im Humidor selbst. Relativ windig, deswegen ist es mit dem Anzünden heute nicht ganz so geil. Hohes Rauchvolumen, kann ich schon mal gleich sagen. Perfekter Gegenzug. Ja, diese Gewürze, die ich angesprochen hatte, die kommen direkt. Leichtes Maggi-Gewürz, sage ich jetzt, ich meine, es ist nicht abfällig oder so. Ansonsten ein bisschen Zedernholz. Ein Hauch von Kaffee. Und so ein bisschen Creme, aber es geht eher in eine, ja, wie soll ich sagen,
eher eine käsige Richtung. Käse. Chéramont, Käsecreme. Butterkäse. So in der Form. Ja, interessant. So, ich suche ein bisschen Windschatten. Die Zigarre wird ein bisschen würziger, schärfer auch, aber insgesamt bleibt sie recht mild. Es gesellt sich so eine gewisse Süße hinzu, so Richtung Hubba Bubba, Tropical Fruit erinnert mich das. Ja, Abhand ist wegen dem Wind jetzt halt nicht so das Yellow from the Egg, aber das passt schon. Schmeckt, hat so eine, wie gesagt, so eine Würze, aber gleichzeitig eben auch so ein Touch Creme Süße als Ausgleich. So, es war leider ein Krampf, die schöne große Bauchbinde abzunehmen. Habe jetzt die Zigarre leider, das Deckblatt da ein bisschen verletzt. War ziemlich fest geklebt. Ich habe sogar die Bauchbinde anbrennen lassen, sodass sich der Kleb so ein bisschen löst. Aber das war so fest, ging leider nicht anders. Schade. Geschmacklich relativ geradlinig. Allerdings kam jetzt so ein bisschen Curry hinzu. Das fand ich interessant. Dass eben, ich ja gesagt habe, dass so ein bisschen mehr Würze, mehr Schärfe kommt und jetzt aromatisch so ein bisschen eben dieses Curryartige, gleichzeitig dieses dezent süßliche. Interessant, die Lionel Rare Gordo Asia Edition ist so ähnlich wie diese hier, aber hat glaube ich nicht so diesen Curry-Geschmack gehabt. Also die hier ist asiatischer als die Asia Edition. Aber auch wieder relativ geradlinig. Das war bei der Lionel White auch. Und bei der Asia ein bisschen komplexer, aber jetzt auch nicht hyperkomplex. Und hier auch relativ geradlinig, aber schmeckt. Also das ist ein sympathischer Smoke. Aber du kannst jetzt außer jetzt so diese asiatische Schiene hier mit dem Curry und dieses schön fruchtig, fast schon süßliche, sirupartige, kannst du da nicht viel erwarten. Ja, aber nicht jede Zigarre muss halt immer extrem hyperkomplex sein. Jetzt schauen wir mal, wie sie sich noch weiterentwickelt. Hoffentlich kommt da noch ein bisschen mehr. Ja, jetzt eben, es wird so ein bisschen schwierig vom Abbrand her, geht immer aus, setzt und platzt noch mehr auf. Aber geschmacklich eben diese schöne Würze, bisschen Erde, bisschen Gras kam hinzu, da hat sich noch was getan. Angenehme Zigarre, recht mild. Gute Aufmachung, hat mir gefallen, 4 von 5. Liken, kommentieren, abonnieren, danke. Bis zum nächsten Mal.